Ja, moin und hallo, willkommen zurück bei Nio. So, wir starten mal direkt in den Ausrüstungsbildschirm, denn hier habe ich wieder etwas rumgebastelt. Der Tombokiri-Speer, ich habe wieder ein paar göttliche Waffen zusammengefügt mit Seelenbild, um bei ihm jetzt hier auf Stufe Nummer 4 zu kommen. Und ihr seht schon, wenn ihr mal die beiden Schadensarten hier vergleicht, oder was heißt Schadensarten, den Angriffsschaden, wir haben jetzt hier bei 0 Vertrautheit schon höheren Schaden als bei dem mit Max Vertrautheit. Das ist halt schon ziemlich nützlich. Den Helm habe ich mit Seelenbild jetzt auch verbessert. Wir haben da jetzt auch unseren Angriffswert übertragen drauf. Da hatte ich ja die vorigen Panzerhandschuhe auf hochgelevelt. Und achso, jetzt war ich kurz irritiert. Bei der Rüstung hat sich nichts geändert. Die ist ja soweit in Ordnung. Habe jetzt auch wieder andere Panzerhandschuhe an. Die nächsten, deshalb war ich kurz irritiert. Die haben unbegrenztes Ninjutsu, 4,4%. Ich bin mir nicht ganz sicher, wie hoch die prozentuale Chance darauf geht. Wahrscheinlich nicht so besonders hoch, aber es ist immer noch besser als der erlittene Schaden von Geschossen. 3,6%, also zum einen gibt es ja dann doch relativ wenig Gegner, die überhaupt Fernkämpfer sind. Und zum anderen ist das ein so geringer Prozentwert, da können wir echt drauf verzichten. Dann lieber irgendwie eine geringe Chance zu haben, dass wenn wir eine Kraftpille einnehmen oder dergleichen, die nicht verbrauchen, das ist immer noch besser als dieser beknackte Schutz gegen Geschosse. Den Dämonenhorn-Hüftschutz, den haben wir noch an, da fehlt uns nur noch ganz wenig, wie ihr am Vertrautheitsgrad seht, dass wir das auch übertragen können. Das ersetzen wir dann hier durch den Kieferbrauch im Ansturm, denn der ist auch einfach lächerlich gering und lächerlich unsinnig für uns. Die Beinschienen, ja, da gibt es nichts Neues. Also ich werde immer mal wieder gucken, ob es geilere Sachen gibt, die wir drauf übertragen können. Und wollte euch noch, genau, ich wollte noch bei den Schutzgeistern gucken, habe ich auch. Und dieser blaue Drache, der ist eigentlich gar nicht so verkehrt von den Werten her. Wir würden die Elektroschockansammlung von Gegnern noch weiter steigern. Nehmen weniger Elementarschaden, wenn wir verteidigen. Und erhöhen auch hier den Schaden gegen elektrifizierte Gegner um 12%. Da müsste ich allerdings entweder Stärke oder Ausdauer erhöhen. Da haben wir die Anforderungen nicht erfüllt und wie ihr seht, ganz schön viel brauchen wir noch. 17 Level, das ist nicht ohne. Ich wollte allerdings generell mal gucken, Ausdauer ist unser Ausrüstungsgewicht. Stärke betrifft auch ein bisschen unseren Speer. Es ist also nicht so hundertprozentig abwegig, immerhin. Und ich hatte mir auch überlegt, unabhängig von diesem Schutzgeist, ob ich generell mal ein bisschen die Ausdauer auch hin und wieder mal hochlevele, statt wie jetzt in den letzten Folgen alles nur in die Magie zu buttern. Einfach aus dem Grund, damit wir vielleicht auch noch ein bisschen mehr mit der Rüstung mehr Spielraum haben, falls es doch nochmal eine schwere Rüstung gibt, die mir gefällt, damit ich da ein bisschen mehr kombinieren kann, was die Set-Boni angeht und nicht immer gleich in die nächste Kategorie runterrutsche. Von daher denke ich mal, das könnte gar nicht verkehrt sein, wenn ich da auch nochmal ein paar Punkte reinballere. Jetzt vielleicht nicht alle die nächsten Level, aber mal so ein bisschen im Wechsel Ausdauer und Magie hochlevel. Es kann eigentlich auch nicht schaden, so im Großen und Ganzen. Okay, so viel dazu. Hatte ich noch was? Ich überlege gerade. Nee, mehr wollte ich nicht. Dann können wir jetzt mit der nächsten Nebenmission starten. Die Geschichte der Tyra, bevor wir uns hier wieder gegen ihn wagen, da hätte ich mich gerne meine Hauptrüstung schon wieder wenigstens schon mal angelegt und so weiter und so fort, weil der Kampf könnte vielleicht echt eklig werden. Benkei haben wir ziemlich gut besiegt, aber er war ja auch eine Nummer härter, auch schon im ersten Versuch. Von daher, gucken wir mal. Du erinnerst dich doch an Yashima, nicht wahr? Den Ort, an dem du zum ersten Mal Yoshitsune begegnet bist. Selbst jetzt, wo die Küste verlassen da liegt, kann man manchmal eine mysteriöse Musik hören, deren Klang sich mit dem Geräusch der Wellen vermischt. Zumindest behaupten das die Gerüchte. Seltsame Vorgänge sind doch deine Spezialität, oder? Wollen wir uns das einmal näher ansehen? Das wollen wir. Na, ob das wieder so ein Scheiß, wie sind die? Baku Baku? Irgendwie so ein Gitarren-Yokai ist? Bestimmt. Ich höre noch jetzt schon eine Laute. Eine Laute ist es nämlich, keine Gitarre. Aber ich sag immer Gitarre. Ist alles gleich. Allem ist das gleich. Okay, gut. So, von hinten sieht dieser Hüftschutz eigentlich, den wir momentan anhaben, auch gar nicht so verkehrt aus.
Da will ich sowieso auch mal gucken, ob ich vielleicht mal, jetzt nicht unbedingt schon in den nächsten Folgen, ob ich da nicht doch mal früher oder später auch mal wieder ein anderes Rüstungsdesign ausprobiere, damit es mir nicht zu langweilig wird. Holen uns hier andere Spielergeister dazu. Die haben wir doch direkt mal weg. Nee, jetzt hat er sich geheilt. Ich glaube so nicht. Hier, was jetzt davon? Und tschüss. Na, geht doch. Und da haben wir schon die Verbote für den Dämonen. Schutz. Gerade ein bisschen doof, ich kann hier nicht die Texte unten lesen, weil wir hierbei kämpfen müssen. Bisschen gemein. Hallo. Lass den Quatsch machen. Ich bin hier gerade mitten am Kämpfen mit dem anderen. Bum, bum, bam. Nichts gedacht, schade. Oh, jetzt wird er aber frech. Also die Faxen dicke. Und sagt mir wohl. Super Combo. Oh, Alter. Da bin ich nicht. Schon fast eine Bossfähigkeit raus. Ich glaube, dem geht's noch ganz gut, oder? Au, au, au. Okay, das tat auch gut. Das war knapp. So, okay, okay, okay. Und jetzt unbedingt wissen, das hat auch, glaube ich, richtig wehgetan, hat uns mit der Attacke im Garten getroffen. Jetzt muss ich hier ein bisschen vorsichtig sein. Okay, jetzt sind wir aber Geschichte. Ah. So. Feierabend hier. Du schon wieder. Und jetzt wieder nicht allein. Er hat eine Krabbe dabei diesmal. Muss ein bisschen vorsichtig sein hier. Zack, 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 zack. So. Weißt du was? Hier frisst das. Bäm, jetzt bist du langsam. Du bist langsam. Und ich bin schnell. Verflucht schnell sogar. So. Gibt Schaden da schon drauf. Und jetzt den Feuerschaden hinterher. Yes. Na, das tut gut, ha? Huh? Bäm. So, ein Blitz mehr. Das gibt's ja noch nicht. Ah, jetzt ist ja eh Geschichte. Tschüss. Das war's dann, oder? Ist da eben schon einer despawned, weil wir ihn besiegt haben. Ah, konnten wir eigentlich die ganze Zeit rund? Oder war das? Ich glaube, das war blockiert, ne? Und tschüss. Das wäre natürlich witzig, wenn ich das die ganze Zeit übersehen hätte und man theoretisch direkt hier hätte runterspringen können. Um ihn zu töten. Würde ich wirklich ganz witzig finden, wenn das so wäre. Aber wie auch immer, so kriegt man natürlich auch schön Amrita dazu. Haben schon mal unseren Hüftschutz wieder auf Maximum gesteigert. Und können das jetzt mit Seelenbild auf... Ich glaube, auf meinen Hüftschutz wollte ich das packen. Ich muss gerade mal gucken, wo noch Platz ist. Ruhminformationen werden aktualisiert. Dann haben Hass und Missgunst die Taira tatsächlich in Yokai verwandelt. Die Geschichte des Aufstiegs und tragischen Falls dieses Clans wird jetzt von den Minnesängern in den Straßen besungen. Sie waren vielleicht unsere Feinde, aber es ist traurig, sie in diesem Zustand zu sehen. Ich kann nur hoffen, dass sie jetzt dank dir ihren Frieden finden. Ja, na sicher. Denen geht's gut jetzt. Seelenbild. Nicht Waffe, sondern Rüstung. Ach. Erst muss ich das Ding hier ausziehen, sonst geht das alles nicht. Die brauchen noch ein bisschen. Krieger des Westens. Dann haben wir auch wieder unseren Blitzschaden dazu. Blitzschadensbonus vielmehr. Das anpassen und die will ich dazu. Schade ist übrigens bei denen, dass wir da nur in Anführungszeichen auf Stufe 158 sind und nicht auf der Max-Stufe 160. Aber das Plus 1 kriegt man trotzdem dazu immerhin. 44.000 ist jetzt auch ein Witz. So, und da seht ihr schon, die Zähigkeit wird übertragen. Hier war es der Kian-Sturm, jetzt rechts seht ihr Zähigkeit. Das packen wir uns jetzt gleich mal darauf. Yes! Das gefällt mir schon besser.
Und dadurch werden sie natürlich auch noch besser durch das Plus 1. Kann ich mal gucken, haben wir da noch irgendwelche Waffen, die noch irgendwelche Pluswerte haben? Ne, bisher noch nicht. Die kann man nämlich auch immer alle schön zusammenstecken. Okay, gesegneter Ärmel. Ist natürlich schade. Na, Volltrefferbonus wäre eigentlich auch egal gewesen. So, wir ziehen jetzt die Dinger aber mal an. Denn jetzt kämpfen wir nochmal gegen unseren Bossgegner. Den letzten dieses DLCs. Und den fand ich, wie gesagt, gar nicht mal so ohne. Bin jetzt aber mal gespannt, weil beim ersten Mal hatten wir auf einer Brücke gegen ihn gekämpft. Was ja auch im Bossfight integriert war, weil er immer auf diese Brückenpfeiler gesprungen ist und sowas. Bin mal gespannt, wie sie es jetzt hier machen. Ob das einfach wieder das gleiche ist, weil vom Bild her sieht es irgendwie nicht so aus. Na, gucken wir mal. Danke, dass du mir diesen Wunsch gewährst. Und jetzt leere deinen Geist und greif zur Waffe. Zeige mir, dass du fähig bist, diese Sache zu Ende zu bringen. Ist klar. So, zeig mal sie mal. Hoffentlich. Ich hatte ja schon in der letzten Folge gesagt, oder vorletzten, bin mir gerade nicht mehr sicher, dass ich es eigentlich ziemlich cool fände, wenn er hier in seiner menschlichen Form kämpfen würde. Und den Satz konnte ich nicht mehr beenden. Da sehe ich schon, dass dem nicht so ist. Zack, zack. Hier, was ist das? Ja, wie auch immer. Und, oh, da hat er uns aus der Luft gepflückt. Ich hätte ihn ganz und gar nicht. Das ist ganz schön lange sein, ne? Mit meinem Faultier-Spruch hier auch wieder drauf. Ah, guck mal, jetzt haben sie mir andere Dinger spendiert. Finde ich aber cool, dass ich die Mühe gemacht habe. Eieieiei, jetzt aber. Vorsichtig. Oh, oh. Vorsichtig, habe ich gesagt. Uiuiui, Moment, sterben die. Oh fuck, das war aber knapp, dass wir kurz vorher noch was gegessen haben. Jetzt muss ich echt ein bisschen aufpassen. Au, au, au. Oh, scheiße. Alle, jetzt reicht's auch mal hier. Auch nicht dazu, hier alle Sachen einzunehmen, die wir zur Verfügung haben. Na komm, mal da runter jetzt hier. Das ist halt sehr geil, dass das geht und das macht auch gut. Jetzt ist er runtergefallen. Du Trottel. Wir haben so einen Bombenfisser. Dann nee, dann auch nochmal ein Faultier. Bitteschön. Wie gefällt dir das, ne? Ja, wir kommen. For the win. Ich muss mal gucken, dass ich hier alles aufrechterhalte. Einen ganzen fetten Boni. Daneben. Hier bin ich. Für. Oh, oh, oder nicht. Aber auch gar nicht mehr. Zack, erledigt, Junge. Auch wieder mein First Try. Auch deine stärkere Version hatte keine Chance. Bist sogar wieder letzte Tölpe hier runtergeplumpst. Ehrlich. Finde ich aber echt wirklich, jetzt, ich kann es nur nochmal betonen, jetzt auch mal nur, ziemlich cool, dass wir ihn damit eben dort oben auch treffen konnten. Sowas freut mich immer sehr, wenn Spiele sowas auch wirklich gut umsetzen und mit diesem nach oben Stich, das hat Neo 2 bisher wirklich, und ich glaube auch der erste Teil, sehr gut umgesetzt. Omigoto. Sono mayoi naki hitofuri. Bitte schön, Rahmenmann. Gern geschehen. Ja, und nicht nur, dass der Stich nach oben immer was bringt. Ich habe halt auch wirklich das Gefühl, Gegner, die an dieser Stelle auch einen Schwachpunkt und dergleichen haben, dass die halt auch mehr Schaden dadurch nehmen. Und das finde ich auch geil. Übrigens, ihr seht gerade unten links 610 Elixiere haben wir mittlerweile. Die gehen mir nicht mehr so schnell aus. Ich wurde also besiegt, aber seltsamerweise spüre ich keine Reue. Könnte man sich auf irgendeine Art besser kennenlernen als im Kampf? Nein, wohl kaum, denn im Ring um Leben und Tod werden die stärksten Bande geschmiedet. Ich werde die ungeheure Anmut deiner Kampfkunst nie vergessen. Dafür hat sich das Warten wirklich gelohnt. Ja, anmutig sind wir wohl. Okay, nach Osten. Gab es jetzt hier noch irgendwelche Nebenmissionen? Ich glaube nicht. Wir haben noch nicht genug für. Ich will jetzt nur gucken, dass ich hier wirklich nichts übersehen habe.
Wir haben jetzt auch nicht mehr genug für das nächste Level Up. Weil uns da nicht mehr viel fehlt. Gucken wir nochmal Gegenstände. Hier haben wir schon mal 100.000. Zwei Samurai-Locken. Holy shit. Stimmt, die gab es bei irgendwelchen Missionen. Hä? Gut, dass ich hier nur wieder auch mal reingucke. So, jetzt fehlt uns da auch nicht mehr viel. Ja, 500, na, danke dafür. 20.000 schon besser. Jetzt haben wir hier 5.000. Ich hau jetzt einfach mal alles raus. Bin mal wieder zu voll zum Rechnen. Oh, wir sind aber ganz knapp jetzt davor. Und haben wahrscheinlich nichts mehr. Nein. Geil. Waren's nicht. 150.000. 2,1. Ach du Scheiße, es fehlen sogar nur 8.000. Es ist noch knapper. Gibt's hier wohl nicht, oder? Nichts mehr übrig hier. Unglaublich. Nee. Wirklich nichts. Okay. Aber Fähigkeiten, ja. Okay, Samurai-Fähigkeiten natürlich. Da weiß ich aber noch nicht so ganz, was ich damit anfangen soll. Stärke-Attribut, das bringt uns alles nichts. Wir haben ja auch schon fast alles gelernt. Schadensbonus auf Magie? Hm. Vielleicht nehme ich das nochmal. Weil früher oder später werde ich wahrscheinlich auch Magie mal auf Maximum haben. Einfach weil die Boni dadurch zu nützlich sind. Flinker Hieb. Ach so, nee. Weniger Kiefer brauchen. Vor allem Kiefer braucht 0,9. Weil wir verbrauchen 10% weniger Ki, machen aber für 20% weniger Schaden. Das ist ein ziemlich beschissener Tausch, wie ich finde. Standhaftigkeit könnte ich höchstens nochmal leveln. Ach nee, kann ich nicht, weil ich dafür den Quatsch hier brauche. Mit den unbewaffneten Gegnern. Nee, danke. Hände des Todes. Eins hatte ich schon mal gelevelt. Warum auch immer. Ach so, das brauchte ich hier für andere Fähigkeiten. Das mit den Kanonen ist mir herzlich egal. Das hier können wir natürlich immer noch weiter leveln. Aber Angriff mit Fernkampfwaffen, ich weiß nicht. Das lohnt sich auch nicht so richtig. Wir nehmen jetzt mal den Schadensbonus auf Magieattribut. Gut, oder später macht sich das, glaube ich, auch noch bemerkbar. Das hier ist blödsinnig. Ja. Dann packe ich den zweiten jetzt erstmal hier auf die Fernkampfwaffen dann doch. Ninjutsu. Na, da muss ich nochmal in Ruhe gucken. Das wird vielleicht später auch nochmal ein bisschen interessanter. Okay, jetzt gucke ich mal hier in der Anzeige. Da müsste eigentlich, ja, es ist auch alles voll. Da gibt es nichts mehr zu holen. Gut, Leute. Ich hätte jetzt gedacht, die Nebenmissionen sind vielleicht doch ein bisschen länger. Erst recht diese hier. Da habe ich mehr erwartet. Von daher mache ich jetzt hier einen Break für diese Folge. Die ist jetzt dafür ein bisschen kürzer. Aber dann will ich in der nächsten Folge sauber im nächsten DLC starten. Also, bis dahin, Leute.